So, wir sind wieder dabei. Let's Play Advance Wars 2 Black Hole Rising, die Advance Kampagne. Wir haben das letzte Mal Orange Star, die Fabrikmission gemacht. Und wir haben jetzt die Auswahl, ob wir in Blue Moon oder in Yellow Comet weitermachen wollen. In der normalen Kampagne haben wir mit Blue Moon weitergemacht. Ich würde für die Advance Kampagne allerdings liebend gerne in Yellow Comet weitermachen, da ich in der Fabrikmission, also je nachdem, welche man von den beiden zuerst macht, beziehungsweise je nachdem, welche man als zweites macht, erhält man für die Fabrikmission auch Unterstützung von der jeweils anderen Fraktion, die man davor gemacht hat. Das heißt, wenn ich jetzt Blue Moon machen würde, bevor ich Yellow Comet mache, hätte ich in der Yellow Comet Fabrikmission zusätzlich noch die Blue Moon Kurs zur Unterstützung, also alternativ zu den Orange Star Kurs. Ich darf trotzdem nur einen einzigen weiter hinauswählen. Aber ich habe eine größere Co-Auswahl. Wenn ich allerdings Yellow Comet mache, bevor ich Blue Moon mache, dann habe ich Kanbei auch in der Auswahl für die Blue Moon Fabrikmission als helfenden Co. Und das ist in der Mission sehr, sehr hilfreich. Daher will ich Yellow Comet machen, bevor ich Blue Moon mache. Und ich fange auch gleich mit dem Level an, in dem wir uns die Karte für das Labor holen werden. Auch wenn das hier immer wieder die schwierigste Mission ist. Ihr seht schon, wir haben hier 7 Sterne. Die Mission kennen wir mehr oder weniger schon. Das ist eine Kriegsnebelmission mit Sonja. Wir müssen 8 Minikanonen von einer Festung zerstören. Und wir müssen irgendwie schauen, wie wir das hinkriegen. So, ich brauche erstmal einen APC und 2 Infanterieeinheiten. Unser Gegner ist Adder. Und er hat diesmal eine wesentlich größere Armee als beim letzten Mal. Was das Ganze nicht unbedingt einfacher macht. Wir müssen ihn auf jeden Fall daran hindern, dass er irgendetwas besetzt, indem er Einheiten bauen kann. Speziell Fabriken. Sie helfen, wenn er besetzt ist, halb so wild. So. Ich brauche erstmal einen Flakpanzer und eine weitere Infanterieeinheit. Naja, da kommt er schon mit seinen Speeren. Ich habe das Level nicht mehr in Erinnerung, wo da jetzt genau was kommt. Es ist zu lange her, dass ich das letzte Mal in der Advance-Kampagne gespielt habe. Hier hin. Hier baue ich eine Mech und hier noch eine Infanterie. Infanterie braucht man am Anfang hier sowieso ohne Ende. Lässt mich wirklich die Basis da oben besetzen. Das ist sehr, sehr schön. Mit der Basis da oben habe ich jetzt schon mal einen riesigen Vorteil. Da hauen wir noch weg.
würde gerne noch eine weitere Flak-Einheit bauen, weil da kommen jetzt gleich eine Menge Bomber und K-Helis rüber zu mir. Da ist der Bomber, zumindest der erste. Dem Bomber komme ich noch nicht ran, ne? Hätte mich auch gewundert. So, wie bringe ich die Infanterieeinheit hier am besten in Sicherheit? Einfach mal in den Wald da und hier noch ein Jagdpanzer bauen und da steht noch eine Arti. Ich stelle die Infanterieeinheit da unten mal noch als Lockvogel für den Bomber an, damit der dahin fliegt. Der will ja unbedingt immer meine Infanterieeinheiten töten. So ist die KI in diesem Spiel eben mal gebaut. Und sie ist auch sehr berechenbar, wie ihr seht. Oh, da kommt ein Medium Tank. So. Zuerst mal den Bomber hier ein bisschen anschießen. Kommt mein zweiter auch hin? Ja, der kommt noch hin. Er reicht auch mit 6 HP. Und wir haben eine Co-Power. So. Was stört mich hier jetzt am meisten? Eigentlich die Panzer. Die Flaks sind gar nicht so gefährlich. Die sind bestenfalls gefährlich für meine Infanterieeinheiten. Aber im Moment geht es hier sowieso eher ein bisschen mehr darum, dass wir hier die Stellung erstmal halten. Hier mal eine Infanterieeinheit hin und... ich brauche jetzt eine Artillerie. Und ja, mehr Infanterie schadet nicht. Da kommen die Helikopter. Finde ich ja sehr nett von ihm, dass er die direkt in die Reichweite meiner Flak-Einheiten stellt. Das geht aber nicht, dass du deine Mech-Einheit auf der Basis da oben platzierst. Das ist zumindest nicht nett. So. Einmal Kopter abschießen. Zweimal Kopter anschießen. Den müssen wir hier auch mal ganz kurz wegmachen. Dann, wenn du dich da schon so schön in meine Reichweite stellst, kann ich ja gar nicht widerstehen, dass ich dich da angreife. Dich greifen an, bevor du überhaupt das Besetzen anfängst, damit du schon mal gleich nicht mehr so viel besetzen kannst.
Jagdpanzer und ein Speer wäre jetzt auch ganz nett. Nächste Runde gebe ich ihm mal eine Super. Na dann zeig mir, was du kannst, Alter. Okay, solange ich den da oben weiter daran hindern kann, das Ding zu besetzen, ist mir das alles ganz recht. Dann geben wir ihm mal einen kleinen Counterbreak. So. Setzt hier nicht weiter. Was brauche ich denn jetzt? Mehr Infanterie. Der Medium Tank da unten stört mich, und zwar so richtig. Das Gute ist, jede Einheit, die ich ihm kaputt mache, die ist auch wirklich weg, weil er keine Einheiten nachbauen kann, solange das Ding da oben nicht besetzt. Der Medium Tank ist hier jetzt eingekreist. Das heißt, der kann da erstmal nicht raus. Da oben bauen wir jetzt erstmal noch eine Mech-Einheit. Irgendwie war mir das klar, dass der die angreift. Aber Hauptsache, ich kriege mal einen Schuss auf das Ding drauf. So. Der HP ist jetzt schon lange nicht mehr so gefährlich. Moment, an den Speer da unten komme ich eh nicht ran. Ja, Sonjas Pech. Ich liebe es.
Schaffe ich es nochmal, den einzukreisen? Ja, schaffe ich sogar. Komm, du kriegst auch einen Schuss. Einheit. Den machen wir hier noch kaputt. Den können wir auch langsam mal anschießen und eine neue Mechaneinheit hier noch. Hier noch eine Infanterie, damit die einem nicht ausgehen. So, dann ist der Kampfpanzer auch langsam mal weg. Stellst dich bitte auf die Stadt. Auf 2 HP bringst du mir nämlich nicht viel. Ist der immer noch nicht weg. Recht entsinne, hat der da oben irgendwo noch eine Artillerie stehen. Aber ich weiß gerade nicht, wo. Aber in dem Wald da oben hat er sie. Da habe ich meine Mechanheit jetzt wahrscheinlich genau in seine Reichweite reingestellt. Ah ne, er steht sogar neben dem Wald. Ja, das ist doch schön. Machen wir noch mal einen Speer weg. Okay, jetzt hat er ihn in den Wald reinbewegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Schauen wir doch einfach mal an. Nee, er hat einen hinter bewegt. Okay. Das geht natürlich auch. Auch demnächst eine Menge Raketenwerfer. Das heißt, ich sollte demnächst mal anfangen, etwas Geld zu sparen. Thank you.
Die werden jetzt halt noch voll da gedeckt. Hm. Die Laborkarte war irgendwo da hinten, wenn ich mich recht entsinne. Da muss ich auch noch irgendwie durch. Da kommt wieder ein Ausfallschritt. Und er macht fast gar nichts. Er zieht seine Waffen noch weiter zurück. Gut, soll mir recht sein. Oh. Da steht eine AT. Der steht noch genau außerhalb der Reichweite, das passt. Da ist ein U-Boot. Seit wann steht da ein U-Boot? So, jetzt wenn ich wüsste, wo der seine AT hinbewegt hat. Dort ist es auf jeden Fall nicht. Ich hole mir jetzt erstmal einen Raketenwerfer. Steht da unten APC. Why are you doing this? Der hat mir da voll die Basis blockiert. Da müssen wir weiter mit den Einheiten nach vorne. So langsam habe ich ja genug Zeug besetzt, dass ich einigermaßen genug Kohle kriege. Ah ja, stimmt, da hinten war ja auch noch ein Raketenwerfer. Würde es mal interessieren, kann ich nachschauen, wie viel. Ups, das war das Falsche. Kann ich nachschauen, wie viele Einheiten der noch hat? Er hat noch 20 Stück. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, weil ich nur eine davon sehe? Seine Art hingestellt. Thank you.
Jetzt sehe ich zumindest 4 von seinen 20 Einheiten. Es ist trotzdem nur ein Fünftel. Oh, da kommt noch ein fliegendes Etwas auf mich zu. Wie viele Flak-Einheiten habe ich noch? 2. Davon ist eine nicht hundertprozentig intakt, aber das kann man ändern. Ja, Moment, Moment, Moment. Okay. Ich habe den da oben nicht vergessen. Einen kleinen gemeinen Raketenwerfer, der sich schön hinter seinem bei dieser Kanone da versteckt. Und hier, glaube ich, steht der Raketenwerfer, oder? 2, 3, 4, 5. Beide hat meine AT hier oben, glaube ich, noch getroffen, oder? Oder nicht, hier hat er sie getroffen. Ist schwierig. Vor allem schwierig festzustellen. Jetzt wäre es langsam Zeit für einen Medium Tank.